spent your whole time in the forest, right? We've spent quite a bit of time in the forest, yeah, doing the scenes. So, but you like the forest? The forest is fun, yeah, it's a bit spooky, but... A bit spooky? A bit spooky, yeah, why? It's dark. You think it's not a good idea to go to the forest in the middle of the night, right? Not really. Not really? Unless you, you know, unless you like that kind of thing. Komm, wir reden mal mit der, mit dem süßen Mützchen. Hallo. Hallo. Ich bin Billy und das ist Philipp. Hallo. Hallo, ich bin Ilona Carsten hier vom Tourismusverband aus Selm. Ich suche hier einen Ansprechpartner am Set. Das ist super, weil das heißt, Sie sind gar nicht vom Film? Nee, und gar nicht. Sie kommen aber aus Selm und kennen sich hier ein bisschen aus. Ja. Okay, großartig, weil wir brauchen ganz kurz Ihre Hilfe. Wir müssten wissen, wie wir zum Brocken kommen. Das ist völlig unscharf, da kann ich gar nichts erkennen, tut mir leid. Fragen Sie doch mal den Fotograf. Den Fotografen haben wir schon gefragt und der hat uns was erzählt von einem Fluch und Dingen, die auf Fotos sind, die nicht im Sucher zu sehen waren und... Das ist eine Legende, um Kindern hier Angst zu machen. Können Sie mir sagen, wo hier der Ansprechpartner ist? Gehen Sie am besten zu Robert. Der steht irgendwo da hinten, große weiße Jacke, und sagen Sie ihm herzliche Grüße von Billy. Okay, gut. Und tun Sie mir einen Gefallen, ja? Und erzählen Sie nichts von Hexen, solange Sie keine gesehen haben, ja? Ich habe gar nichts von Hexen erzählt. Komisch. Und so richtig Ahnung von Selm hat die Selmer Tourismusbeauftragte auch nicht. Weißt du, was ich wirklich komisch finde? Dass uns hier niemand eine vernünftige Antwort gibt. Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name? Billy. Billy. Ich habe gehört, Sie wollen das hier alles ins Internet stellen? Ja, wir drehen für ProSieben.de. Mhm. Ich habe da eine sehr dringende Bitte an Sie. Wir müssen sehr genau aufpassen, was wir hier rauslassen und was nicht. Und wenn der Bürgermeister von diesen Geschichten Wind bekommt, könnte es sein, dass hier die Lichter ausgehen. Das wäre doch schade, oder? Ja. Ich verlasse mich auf Sie. Schönen Abend noch. Oh, oh. Das war eine Drohung, oder?